Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Allah subhanahu wa ta'ala, dem Schöpfer aller Dinge. Allah azza wa jal, der Unabhängige, von dem alles abhängt. Und Frieden und Segen sei auf das beste Vorbild, den besten Menschen und die bevorzugte Schöpfung, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihm, seine Gefährten und jene, die ihn folgen werden, bis zum Tag der Auferstehung. Bis zu diesem Tag, wo die Waage aufgestellt wird und unsere Taten gewogen werden. Dementsprechend erreichen wir die Barmherzigkeit Allahs oder nicht. Möge Allah azawajal uns von denjenigen machen, die seine Barmherzigkeit bekommen. Ich versuche uns heute auch an gewisse Dinge zu erinnern. Ich erinnere gerne, ich belehre nicht, damit das keiner falsch versteht. Auch wenn ich vielleicht länger als eine dabei bin oder so. Ja, ich erinnere uns. Ich erinnere uns an Dinge, die wir bereits vielleicht mal gehört haben. Denn so eine Auffrischung gehört immer dazu. Denn das alltägliche Leben lässt uns öfters vergessen. Es gibt ganz, ganz einfache Sachen in der Religion. Ganz einfache Punkte, die wir einfach nicht umsetzen. Weil die Vergesslichkeit über uns kommt. Deswegen erinnern wir uns immer wieder gerne. Keiner soll das betrachten, wie als würde ich hier sitzen und ich belehre euch, weil ich das schon kann oder weil ich der Lehrer bin. Nein, wir sind alle Lehrer und Schüler gleichzeitig. Mal rede ich mit deinem Bruder, dann sagt er mir eine Sache und erinnert er mich an eine Sache oder belehrt mich an eine Sache, die ich noch nicht kannte. Und umgekehrt. Alhamdulillah. Denn diese Sachen, es gibt, wie ich gesagt habe, Punkte und es gibt Eigenschaften, die uns auszeichnen. Es gibt auch Eigenschaften in unserer Persönlichkeit des Muslims sein, die uns auszeichnen. Es gibt Dinge, liebe Geschwister, die wir hervorrufen als Muslime, Morale und Werte, die längst vergessen sind. Und eins der größten Auszeichnungen oder eins der größten, eine sehr wichtige Eigenschaft ist die Geschwisterlichkeit. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاعْتَسِمُوا بِحَبِّ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah sagt im Koran, singen wir es, liebe Geschwister, وَاعْتَسِمُوا بِحَبِّ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا und haltet an Seil Allahs fest. Alle. Nicht nur die praktizieren. Haltet alle gemeinsam an Seil Allahs fest. Das Buch Allahs und den Brauch des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haltet alle gemeinsam daran fest und spaltet euch nicht. Trennt euch nicht. Und gedenkt die Ni'ama von Allah, die auf euch gekommen ist. Eine Ni'ama welche? Ihr wart vorher Feinde gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat eure Herzen zusammengebracht. Und mit welcher, was hat Allah über uns gebracht dann? Welche Gabe, über welche Gabe spricht Allah subhanahu wa ta'ala? Diese Gabe der Uchuwa, der Geschwisterlichkeit. Dass wir Brüder sind, dass wir Brüder und Schwestern sind. Das ist eine Gabe, Achi. Das bedeutet sehr, sehr viel. Darum geht es sich eigentlich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ein Hadith, der ist ma'ruf, der ist bekannt. Den habt ihr sicherlich schon mal gehört. Er sagt, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Keiner ist eher gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. Keiner ist eher gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Bis er für seinen Bruder das wünscht, was er für sich selber wünscht. Der ehrliche Muslim, der ehrlich zu seinem Bruder ist, wünscht sich für seinen Bruder das, was er für sich selber wünscht. Und wenn der Prophet sagt, la yu'minu, also keiner ist eher gläubig, heißt nicht, derjenige gehört nicht mehr zu den Gläubigen. Hier, liebe Geschwister, der Hadith sagt uns, wenn ihr die Erklärung der Hadith hört, bedeutet, du hast die Vollkommenheit des Glaubens, des Imans nicht erreicht. Wenn dieses Gefühl, diese Sache, diese Tat nicht in dir zu finden ist, hast du die Vollkommenheit von Iman nicht erreicht. Wie wenn Allah sagt im Koran, ich habe euch das letzte Mal, als ich hier war, ich glaube, ich habe das erwähnt,
Oder das erste Mal, wo Allah sagt im Koran, ja, yuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasuli. Und ihr glaubt, und spricht die Gläubigen an, glaubt an Allah und seinen Propheten. Den Glauben zu vollkommen zu machen. Das heißt, du hast nicht die Vollkommenheit des Glaubens nicht erreicht. Beispiel, liebe Geschwister, damit wir das noch besser verstehen, ist wie das beim Koran lernen. Es gibt Koran lernen und Koran lernen. Der eine lernt Koran auswendig und du hörst, der kann zum Beispiel bis Surat al-Jinn auswendig. Und manche kämpfen mit Juz Amma noch. Aber wie haben unsere Vorfahren Koran gelernt? Kennt ihr das Beispiel? Es gibt eine Aussage, ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagt, er hat 2 Jahre für Surah al-Baqarah gebraucht. Es gibt so, die werden 6 Monate Hafiz. Warum? Weil Sahaba haben 10 Versen auswendig gelernt, 10 Versen erstmal umgesetzt, verinnerlicht, umgesetzt, dann haben sie 10 Versen weitergelernt. Hier ist die Vollkommenheit darin. Beides ist auswendig lernen. Und du kriegst für jeden Buchstaben 10 gute Taten. Ich habe letztes Mal meinen Sohn gepackt, ich habe gesagt, komm, lass uns mal zählen. Surat al-Ikhlas. Viele, wenn die hören, der Vorbitter rezitiert, Qul huwallahu ahad, sagen, ja, er hat kurze Sure genommen. Es sind über 400 gute Taten drin. Über 400 gute Taten. Mit einer Sure. Das Gewicht dieser Sure ist 1/3 des Korans. Nimm den Koran, mach 3 Drittel daraus. Eins davon, ich habe das meine Kinder, ich habe gesagt, guck mal, wenn ihr Surat al-Ikhlas rezitiert, hier, ihr habt 1/3 von diesem Buch gelesen. Das ist das Gewicht. Das ist ein Beispiel für Vollkommenheit. Keiner ist eher gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt, bis er für seinen Bruder das wünscht, was er für sich... Bedeutet, du hast nicht die Vollkommenheit erreicht. Weil die Vollkommenheit des Mu'min, des Iman, ist eine Stufe, wir gucken dahin. Wir schauen dahin und sagen, boah, so will ich werden. Ich gebe euch eine Sache mit, ich erinnere euch an eine Sache, die vielleicht uns dazu führen wird. Denn eine Sache, liebe Geschwister, zu wünschen, was er für euch selber wünscht, ist, dass wir unsere Geschwister, ich meinen Bruder, meine Schwester, in mein Bittgebet nicht vergesse. Die Dua für den Abwesenden. Ein sehr wichtiger Punkt. Ach, damit hängt so viele Dinge zusammen. Die Dua für den Abwesenden. Weil normalerweise der Mu'min, warum macht der Mu'min Dua für den Abwesenden? Weil der Mu'min weiß, dass dieses Gebet das schnellste beantwortete Bittgebet ist. Im Bukhari, liebe Geschwister, bei Al-Adab Al-Mufrad gibt es einen Hadith. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam äußert sich wie folgt. Das am schnellste beantwortete Gebet ist das Bittgebet eines Mannes für seinen abwesenden Bruder. Das ist auf Bruder sowie auf Schwester bezogen. Wenn wir darüber reden, das ist bei den Schwestern genauso. Deshalb der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als Umar ibn Khattab radiallahu anhu einmal Umrah gemacht hat, hatte zu Umar gesagt, und er fragte, der Prophet, Umar ibn Khattab fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis, um die Umrah zu verrichten. Und der Prophet alaihi wasallam gab ihm das und sagte, vergiss uns nicht in deinen Gebeten. Der gab ihm das sofort mit. Vergiss uns nicht in deinen Gebeten. Ja, und guck mal hier, jetzt kommt eine Sache. Der Kern des Ganzen kommt auf einen Punkt, was ich am Anfang angesprochen habe. Der hat gesagt, vergiss uns nicht. Der hat nicht gesagt, vergiss mich nicht. Der hat gesagt, vergiss uns nicht in deine Gebeten. Das heißt, sprich Dua für uns alle. Das ist sehr wichtig. Wenn du Dua machst und du machst für deine Abwesenden, mach für alle. Mach auch einzelne abwesende Geschwister, aber mach auch für alle. Weil das gibt dir, es ist erstmal das schnell beantwortete Gebet. Dann gibt es natürlich wichtige Zeiten, Orten, ja, wie die nächste Stelle zu Allah ist der Sujud, die Niederwerfung. Kennen wir Hadith. Zu bestimmten Zeiten, dass die Dua stärker angenommen ist, kurz vor Maghrib, etc. Gibt es hier verschiedene. Dann, liebe Geschwister, für den Abwesenden, warum? Ich gebe dir einen anderen Hadith. Einmal, liebe Geschwister, gibt es einen Hadith, der ist auch berichtet bei Al-Bukhari, auch bei Al-Adab Al-Mufrad. Eine Erzählung von Safwan ibn Abdullah ibn Safwan, dessen Frau Darda bin Abi Darda war. Safwan hatte Folgendes erzählt. Ich kam nach Damaskus, um sie zu besuchen. Ich fand Darda im Haus, aber Abu Darda war nicht da. Sie fragte, willst du zur Hajj gehen? Ich bejahte dies.
Sie sagte, bitte für mich, da der Prophet zu sagen pflegte, das Gebet eines Muslims für seinen abwesenden Bruder wird beantwortet werden. Das wird beantwortet. Das Gebet ist stark. Die Dua für die abwesende Person ist stark. Jetzt kommt, liebe Geschwister, das Geschenk, eine Prise, die Subhanallah, das Ganze verschönert, das Ganze noch bestärkt. Wann auch immer er für seinen Bruder betet, es befindet sich ein Engel in der Nähe seines Kopfes, der Amin sagt. Guck mal, ein Engel, ein Geschöpf, das Geschöpf Melek, was fehlerfrei ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat Meleke fehlerfrei erschaffen. Die dienen nur Allah. Aufs Wort, nicht wie wir. Das ist der Unterschied auch. Einer der Unterschiede zwischen uns und Engel. Engel machen Ibadah, achi, ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Die dienen eins zu eins. Deswegen, wo ich letztes Mal, was habe ich euch gesagt? Wir sind nicht Gattung Engel. Warte nicht, dass dein Bruder immer 100% alles richtig macht. Fehlerfrei und ständig am Anbeten ist Meleke. Dieses Geschöpf, das erschaffen ist aus Licht, sagt Amin. Wenn du sagst, oh Allah, gib meinen abwesenden Bruder das Paradies, dieser Geschöpf sagt Amin. Und was sagt dieses Geschöpf noch? Und der ergänzt, dass du das Gleiche haben sollst. Dieses Geschöpf frei von Fehlern sagt Amin und das Gleiche für dich. Schau mal, das Abwesende, was habe ich gesagt? Am schnellsten beantwortet. Es wird beantwortet. Jetzt stell mal vor, du nimmst die nächste Stelle zu Allah, es sujud. Kurz vor Maghrib, zu einer bestimmten Zeit, ein Jumma, wo gesegnet ist der Tag. Ja, du erfüllst das Ganze mit so vielen und dann erwähnst du die abwesende Person. Den abwesenden Bruder und die abwesende Schwester kommt ein Geschöpf, erschaffen aus Licht und sagt zu deiner Dua, Amin. Und dasselbe für dich. Schau mal, wie schön die Religion ist. Schau mal, wie einfach manchmal die Dinge sind. Wie oft wir uns beschäftigen, Sorge und Kummer tragen über Dinge, die wir einfach im Bittgebet erwähnen müssen. Für den Abwesenden und wir bekommen die Dua zurück von einem Engel. Für dieselbe Angelegenheit. Deswegen, so musst du dein Bittgebet gestalten. Was bringt das Ganze denn? Auch noch diese Bittgebete für die abwesenden Bruder, für die abwesende Schwester. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrte die Sahaba dadurch, radiallahu anhum, einen verstärkten Gemeinschaftssinn. Diese Dua für den Abwesenden verstärkt bei uns den Gemeinschaftssinn. Wir suchen immer Umma und beschwerden uns und reden über die Umma und die Lage. Und wir wissen ja, wie es ist. Sowas bestärkt die Umma. Das reinigt deinen Charakter. Wenn du nicht dich selbst erwähnst, sondern den Rest erwähnst. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das wieder zurück zu dem Propheten a.s., wo der sagt zu Umar ibn Khattab, vergiss uns nicht. Er hat nicht gesagt, vergiss mich nicht. Er hat zu Umar gesagt, vergiss uns nicht. Denn es ging sich um alle, nicht nur um eine Person. Einmal ein Mann, liebe Geschwister, sagte, oh Allah, vergebe nur mir und den Propheten. Er a.s. sagte zu ihm, du hast sie, die Rahmat, die Barmherzigkeit, zu vielen Menschen vorenthalten. Selbst wenn der Prophet nur in diesem Bittgebet erwähnt, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, du hast diese Barmherzigkeit für so viele vorenthalten. Also mach Bittgebet für alle. Erwähne die Muslime allgemein. Bitte um Vergebung für alle. Weil jeder selber kann sich fragen, liebe Geschwister, wann habe ich das gemacht? Wir kennen ja, jeder von uns hat bestimmt jemanden gekannt, nicht wir kennen. Wir kannten bestimmt jemanden, der nicht mehr lebt. Ein Bruder aus der Gemeinschaft oder aus der Verwandtschaft, der gestorben ist. Allah seine Seele genommen hat. Ich denke jetzt an eine bestimmte Person zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, das war vor 10 Jahren circa, ist er gestorben. Möge allein das Paradies geben, durch einen Unfall. Subhanallah, wenn ich denke jetzt zurück, die 10 Jahre oder ich denke jetzt einen Monat zurück, wie oft ich ihn meine Dua erwähnt habe, ist beschämend. Ich schäme mich von mir selbst, sage, Subhanallah, hat man diesen Menschen vergessen? Jeder kennt jemanden. Er liegt im Grab, ach, der braucht das jetzt am meisten.
Der ist abwesend von dieser Dunya. Allah, du wirst ihn nicht mehr sehen. Der braucht diese Dua am meisten von dir. Das nutzt ihn gerade. Das nutzt ihn sehr, sehr viel. Jeder kennt vielleicht jemanden, der gestorben ist. Wie oft erwähnen wir sie? Wie oft erwähnen wir sie? Geschweige, dass Muslimin der Dua nicht mehr diesen Gewicht geben. Ja, wenn du jemanden sagst, mach Dua, so, der fühlt sich so, als hätte es ihm gar nicht geholfen. Aber ach, weißt du, was Dua mit sich trägt? Allah Azza wa Jalla verlangt das doch von uns. Er sagt, bittet, ich will eure Bittgebete erhören. Was willst du mehr, wenn der Herr der Welten, der Grund dafür, dass wir da sind, er sagt, mach Dua. Was willst du von mir hören? Wer soll es dir sagen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt das uns, mach Dua. Deswegen, wenn wir Situationen sehen, das erste ist die Dua. Ich sage nicht, dass wir danach nicht handeln sollen. Aber das allererste ist die Dua. Glaub es mir, das bedeutet so viel. Das ist auch der Mittelpunkt unserer Ibadah. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, Ad-Dua, bekannter Hadith, Ad-Dua huwa al-Ibadah. Die Dua ist die Ibadah. Bedeutet, das Zentrum der Ibadah, der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist die Dua. Genau wie bei Al-Hajj ist das Zentrum vom Hajj Al-Arafa. Al-Arafa und Al-Hajj, das ist Hajj Al-Arafa. Dieser Tag ist am wichtigsten. Yom Al-Arafa. Wenn du die verpasst hast, ist ein Hajj leider nicht ganz vollkommen. Da hast du ein Problem. Da hast du viel Geld aus dem Fenster geworfen. Da nicht Hajj günstig ist. Deswegen, liebe Geschwister, viele, das ist das Problem, dass viele die Dua nicht ernst nehmen. Und wir sehen, dass wenn wir die Dua ein bisschen verbinden mit abwesenden Personen zu bestimmten Zeiten, wie schnell das beantwortet werden kann. Und gedenke nicht oder denk nicht darüber, ja, wenn es nicht sofort in dieser Sekunde passiert, Allah subhanahu wa ta'ala, nein, Achi, er wird dir das in den richtigen Zeitpunkt geben. Du wirst sehen, wenn du darüber nachdenkst, die Dua wird zum richtigen Zeitpunkt zu dir kommen. Zurück zu unserem Thema, liebe Geschwister. Das Thema war ja nicht Dua an sich. Eigentlich war die Dua für die abwesende Person. Wie ich gesagt habe am Anfang, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam belehrt uns, dass wir uns dasselbe wünschen, dasselbe lieben für unseren Bruder, für unsere Schwester, was wir uns selber wünschen und lieben. Und das ist der wahre Muslim, Achi. Das ist der vollkommene Muslim. Er ist gegenüber seinem Bruder, er beschützt sein Ansehen, er beschützt seine Ehre, sein Vermögen, seine Person in Anwesenheit sowie in Abwesenheit. Und er zeigt das einmal mit dem Bittgebet. Glaub es mir, wenn du damit anfängst, wenn wir damit anfangen, diese Dua zu vermehren, ja, die Dua zu vermehren, und wir erwähnen unsere Geschwister öfters im Bittgebet, anstatt dich selbst, das erzeugt in dir einen Gemeinschaftssinn. Du wirst das merken, das verändert dich. Das verändert uns. Und stell mal vor, dann diese ganzen Bittgebete werden beantwortet. Für die Abwesenden und für dich auch, weil Meleke ja Amin sagen, liebe Geschwister. Deswegen, das Bittgebet für den Abwesenden, liebe Geschwister, ist sehr wichtig. Halten wir das fest. Ad-Dua, die Dua für die Leute, die nicht bei uns sind. Wir hören die Hadithe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das von uns verlangt. Ja? Die Sachen sind bekannt. Aber wir handeln nicht danach. Deswegen es ist es wichtig in unserem Leben, nicht immer auf Dinge zu schauen, die sehr weit von uns entfernt sind, sondern die Dinge zu sehen, die vor uns sind, die einfach umzusetzen sind. Dass wir damit, glaub es mir, das erzeugt in uns Eigenschaften und Moral und Werte, die andere Menschen sehen und dann andere Menschen auch früher begeistert hat. Damit kommen die da nicht zurecht. Diesen Gemeinschaftssinn, wenn die den sehen, damit kommen nicht so, wie viele Menschen kamen auf den Gedanken des Islam, weil die diesen Gemeinschaftssinn gesehen haben, weil die gesehen haben, wie krass die Muslime zusammenhalten. Damit kommen die nicht zurecht, diesen Gemeinschaft. Diese müssen wir bewahren. Diese Handlungen, liebe Geschwister, machen uns zu besonderen Menschen. Manchmal musst du nicht mal viel reden danach. Man muss nicht mal den Leuten viel sagen, wenn wir diese Werte wiedergeben. Ich erinnere mich an eine Geschichte, und die habe ich schon mal erzählt. Ich sage ja, ich erinnere gerne, die bei uns damals in der Masjid vorgekommen ist.
bezüglich Geste, bezüglich Miteinander, Umgang, ja? Weil diese Sachen haben was mit dem Umgang miteinander zu tun. Im Fiqh-Bereich würdest du das in Mu'amala, yani, wie wir miteinander umzugehen haben. Ja. Dua für Abwesende etc. Es war mal ein Nicht-Muslim bei uns, damals zum Ramadan kam der und hat mit uns Iftar gemacht, obwohl der nicht gefasst hat. Aber der war zum Iftar da. Und wir haben gesagt, natürlich kannst du dich setzen. Und unser Masjid yani, war am Anfang ganz klein. Wir haben nicht viele Mittel gehabt und gab es halt zum Iftar das, was da war. Das heißt, ein Drittel hat Fleisch bekommen, der Rest hat so aus der Röhre geguckt. So. Musste Suppe essen. Ja. Willst du machen? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, und wenn du Vorgebet hast, hast du sowieso die Dingskarte gezogen. Da hast du gedacht, oh Mann, jetzt kriege ich nur Suppe. Aber keiner hat sich beschwert. Weil jeder das für seinen Bruder gegönnt hat, hat sich keiner beschwert. Mir ist das in diesem Moment gar nicht aufgefallen. Wir saßen da, da gab es sogar Brüder, die haben nur Kekse gegessen, weil nicht mal Suppe komplett war. Und die waren aber alle Iftar machen. Und dieser Nicht-Muslim ist aufgesprungen. Ich glaub das nicht. Was ist jetzt los? Irgendwas in denen aufgewacht oder so. Also gestern am Schlafen war so. Ich glaub das nicht. Und ich sag, was ist mit dir los? Der so, ich komm darauf nicht klar. Die Hälfte ist oder mehr essen Fleisch. Die anderen essen, trinken so, die anderen Farben fast gar nichts. Und keiner meckert. Da hab ich so, ja, Alhamdulillah, wir wünschen, jeder gönnt dem anderen, ist ja kein Problem. Der kam darauf nicht klar. Das hat ihn richtig so richtig weggestoßen. Er hat gesagt, das kann nicht sein. Da träume ich. Ich sag ja, wir haben als Muslime Werte und Eigenschaften, ach, das bringt die Menschen durcheinander. Mein kleiner Bruder, ich war mit denen mal unterwegs und wir haben ein Auto verkauft und da kamen Jungs. Aus dem Ostblock kamen wir so Jungs, die das Auto abholen. Er, so, ich glaube, das waren Tschetschenen, ich bin mir nicht sicher. Aber ich gehe mal von aus, dass es Tschetschenen waren. Und so, die haben gemerkt, ich bin auch Muslim. Ich habe gemerkt, okay, die sind Muslim. So, oh, Assalamu alaikum, alaikum salam, wie geht's? Gesprochen, umarmt, alles fertig. Mein kleiner Bruder sagt zu mir, ey, was ich krass bei den Muslimen finde. Ich so, was? Ihr kennt euch nicht. Also die Jungs kommen von, was weiß ich wo. Und du bist hier, du hast sie noch nie getroffen, aber ihr seid so zueinander, als würdet ihr Freunde sein. Ich komme darauf nicht klar, sagt er zu mir. Das, ja, also Respekt hat er gesagt, man sieht schon mit den Friedensgruß und so, dass das die ganze Atmosphäre verändert. Nur weil du Muslim bist und der ist Muslim, ja, die umarmt euch so voll nett, kennst du einen, will den anderen ausgeben und so, dies, das. Ich habe gesagt, ja, Alhamdulillah, das ist der Islam. Vielleicht waren wir vorher Feinde gewesen, aber Allah hat uns durch diese Kalimatu Shahada zu warmherzigen Freunden, zu Brüdern gemacht. Das ist ein heiliger Bund. Deswegen, wie der Prophet, wie Allah zum Prophet sagt, du hättest alles ausgeben können, du hättest nie die Menschen zusammengebracht. Außer La ilaha illallah. Guck mal, das ist, was uns zusammenbringt. Der eine Grieche, der eine Türke, der eine das, der eine dies. Wie viele Nationen kannst du manchmal aufzählen? Gehen wir in Sujud, kannst du keinen einzigen aufzählen. Das ist so das Schöne. Wir haben wirklich Werte, liebe Geschwister. Die Leute staunen. Die staunen darüber. Die denken, und diese Werte müssen wir weiterhin vermitteln. Und an diese Werte müssen wir arbeiten. Und diese Angelegenheit, diese Dua für den Abwesenden, wird den Gemeinschaftssinn verstärken. Glaub es mir. Das sind Dinge, die Allah uns gelegt hat, die uns gegeben hat und wir sie nur anwenden müssen. Muss man sie nur anwenden. Dann werden die Leute von alleine kommen. Denn früher, in Zeit der Sahaba radiallahu anhum und der Tabi'un und Taba Tabi'un und so, die goldene Generation, wenn man sie gefragt hat über Religion, hat man gerne auf die Person gezeigt. Es ist nicht, dass man die Person nicht aufgeklärt hat, aber man hat gerne auf eine Person gezeigt und gesagt, guck mal, das ist Islam. Das ist Koran. Warum? Weil die Menschen haben das ausgelebt. Die haben es ausgelebt. Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Es ist gut, wenn es äußerlich, wenn alles parallel läuft, aber auch innerlich. Das ist was sehr Wichtiges. Jetzt sag mir ehrlich, traust du dich jemand zu sagen, das ist Islam bei deinem Bruder? Fragst du dich selber so? Ja, ich weiß es nicht. Kann sein, dass er morgen irgendwas von, was weiß ich, erzählt. Das ist was Wichtiges, liebe Geschwister. Dies waren meine Wörter. Barakallahu fikum. Danke fürs Kommen, liebe Geschwister. Möge Allah euch alle segnen, die sich immer den Weg hierhin machen und kommen. Und ich hoffe, wir sehen uns inshallah wieder, so Allah erlaubt. Und ja, ihr habt ja
das Schöne hier, dass ihr jeden Freitag auch was Neues hier habt, andere Prediger. Nutzt das, diese Gelegenheit, kommt so oft ihr könnt, weil das kann sehr schnell beendet sein. Ja, ich habe das selber erlebt. Ja, es gibt schöne Zeiten, du hast alles da und du denkst, das ist immer da und dann ist nichts mehr da. Und dann bist du am Gucken, am Suchen. Barakallahu fik. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي.